Ja, hallo werte Zuschauer von motorsport-magazin.com. Wir melden uns zurück und müssen natürlich nochmal reden über Sebastian Vettel und seine Strafe beim Kanada Grand Prix. Meine Meinung habe ich eigentlich angezogen. Ich habe hier mal nicht das Standard-Dress, was wir uns auftragen, angezogen, sondern hier gezeigt. Ich bin natürlich auch Racer, sonst wäre ich nicht hier. Und finde deshalb, bin da sehr bei Vettel eigentlich gewesen, dass da der Sport einfach mit kaputt gemacht wird. Vettel meinte ja, er hat die Formel 1, hat sich in eine andere Formel 1 verliebt. Und da wollte ich mich dann direkt mal committen und mich dem anschließen. Habe ich auch. Ich trage Trauer, wie man sieht. Ich habe extra schwarz angezogen, weil es ein so vernichtendes Urteil für den Sport war. Kann man nicht anders sagen. Also man muss jetzt, ich meine, wir reden jetzt immer nur über Kanada, aber man muss mal 2 Wochen zurückdenken. Wir haben jetzt 2 Rennen hintereinander gehabt, in denen ein Kampf um den Sieg stattgefunden hat, der eigentlich nicht stattgefunden hat. Wir hatten in Monaco Max Verstappen, der die ganze Zeit Lewis Hamilton gejagt hat, wo man weiß, es geht eigentlich um nichts mehr. Und wir hatten in Kanada einen Lewis Hamilton, der gegen Sebastian Vettel gekämpft hat und wir wussten, es ist schon entschieden. Eigentlich schon, ja. Und das ist, also sowas habe ich noch nie erlebt. 2 Rennen hintereinander, wo der Zuschauer und auch die Sportler selbst, muss man sagen, auch ein Verstappen, Hamilton, Vettel, eigentlich komplett über den Tisch gezogen wurden. Naja, wo dann letztlich dann, gut, jetzt hier war es zum Glück nicht mehr so lang wie in Monaco, wo dann ihre Tatkraft auf der Strecke eigentlich völlig egal war. Ja. Wobei jetzt in dem Fall fand ich ja noch gut, dass der Hamilton es zumindest ja noch weiter versucht hat. Also der ist ja dann nicht einfach ganz zurückgefallen. Ja, Max hat es ja auch versucht, das war ja alles schon gut, aber am Ende des Tages... Ja, Max musste es ja auch versuchen, weil Hamilton hätte einfach nur ganz geruht dranbleiben können. Max hatte ja den absoluten Zwang dazu. Ja, aber letztlich beide Entscheidungen sind schon ein krasser Eingriff da in den Sport dann, also gut, bei Verstappen, da war ich fein damit. Okay. Ja, der hätte sogar anders noch ausfallen müssen, weil letztendlich den Vorteil, den er hatte mit Bottas, den hat er behalten, oder ist er vor dem geblieben. Man hätte ja eigentlich härter bestrafen müssen, dass er hinter denen, den er da behindert hat, auch noch, oder sich den Vorteil erschafft hat, zurückfällt. Genau. Deswegen war die Strafe nicht mehr hart genug. Ja. Und dann in der anderen Szene mit Vettel Hamilton, bin ich auch ganz klar der Meinung, wurde eine Strafe ausgesprochen für nichts. Ja, also letztlich, da ging es ja so um auch Vorteil verschaffen. Hier ging es ja eigentlich gar nicht mal so, klar, es war ja diese Zweierkomponente ein. Du hast ja einmal das Abkürzen und das unsichere Zurückfahren und eben das von der Strecke drängen. Ja. Und der erste halt spricht von dem Vorteil verschaffen, haben wir jetzt hier noch nicht mal die Rede eigentlich gehabt, weil da hat sie natürlich auch keinen Vorteil verschafft. Er hätte seine Position fast verloren. Ich meine, wo soll der Vorteil hat sogar sein? Sportlich so auf der Strecke sogar einen Nachteil gehabt, weil Hamilton war dadurch natürlich wirklich näher dran. Ja. So, und deshalb... das schon mal nicht der Fall. Ja, und dann einfach die Szene selbst halt einfach, wenn man es anschaut. Gut, es gibt wenige Leute, die da eine andere Meinung zu haben eigentlich. Also die Tendenz geht, glaube ich, schon jetzt dahin, was wir jetzt hier auch erzählen, dass das nichts war. Dass die Stewards sich da nicht mit Ruhm bekleckert haben. Ja, es ist einfach diese Überregulierung des Sports, dass man da alles ahnden muss. Es muss immer einen Schuldigen geben, es muss immer irgendwo was geahndet werden. Und in der Szene, ich meine, jeder hat es gesehen, Sepp hat bis zum Schluss gekämpft, die Kontrolle zu behalten, als er zurück auf die Strecke gekommen ist. Und dass er jetzt in der Situation dann auch direkt, vielleicht kann man sagen, er hätte, als er dann die Kurve nicht bekommen hat, hätte er vielleicht mehr über die Wiese fahren sollen, dass er weiter links auf der Strecke zurückkommt. Aber wer macht denn das? Macht ja niemand. Das macht ja niemand, der in einer Kampfsituation sich befindet. Erstmal hast du nicht 10 Minuten Zeit, dir das zu überlegen, was du machst. Und du kannst das Regelbuch auch 3-mal auswendig können. Du wirst ja in dem Moment nicht nachdenken, muss ich jetzt sicher rejoinen oder was mache ich? Du versuchst einfach nur auf der Strecke zu bleiben, nicht abzufliegen, die Position nicht zu verlieren. Und dann kommt Sepp halt zurück und das hat er direkt auf die Ideallinie. Du kommst auch das Normalste von der Welt, weil er möchte auch seine Position behalten. Ja. So, und das hätte jeder andere genauso gemacht. Hamilton hat selber gesagt, ich hätte ihn auch abgedrängt, ich wäre ihm auch vorgefahren. Ja, und so hätte es auch jeder gemacht. Ja. Aber genau der Punkt, wenn du jetzt sagst, ich entscheide mich in der Szene, klar, ich muss erst um Kontrolle kämpfen. Und entscheide mich dann aber noch in der Situation, wo ich die Kontrolle habe, dann doch dafür, dass ich dann doch zumache, dann ist es ja schon wieder eine Entscheidung. Dann ist es ja irgendwo so ein Stück die Richtung Absicht, dass man es bestrafen könnte. Ja. Aber, wo ich jetzt nur hin will, ich sage das ja gar nicht. Ich glaube das nämlich nicht, weil ich jetzt den Punkt bringen will, so weit war es gar nicht gekommen. Weil das hat Alexander Wurz gesagt. Christian hat ihn ja noch in Montreal abgegriffen. Und Alex Wurz hat das, wie ich finde, sehr clever analysiert, die ganze Szene. Alex Wurz hat sich einfach mal angeschaut, wohin schaut der Vettel denn? Sprich, wie bewegt sich denn der Helm? Wann guckt der Vettel denn in den Spiegel? Und da hat Wurz halt erkannt, und man kann es sehen, wenn man es anschaut, der Vettelhelm, der bewegt sich eben erst ganz am Ende. Also im letzten Moment, als er seinen Move schon gemacht hat, dann sieht er ja so, oh, da ist er. Also er hat halt bis zum letzten Moment noch um die Kontrolle gekämpft.
Auch wenn das die Stewards da wohl anders entschieden haben. Die meinten wohl, so eine letzte Lenkbewegung war da noch da, als er schon Kontrolle hatte und dann nochmal weggedrückt hat. Ja, was ich jetzt gerade auch nicht meinte, ist, dass er ihm jetzt mutwillig vorgefahren ist, aber dass er halt, es ist ja diese Frage, du verlierst die Kontrolle, musst abkürzen, wie kommst du zurück auf die Strecke? So. Du kannst natürlich in dem Moment sagen, ja, ich halte mich ganz links und fahre jetzt anders zurück auf die Strecke, aber Sepp hat natürlich den direkten Weg zurück auf die Strecke genommen. Wie gesagt, ist ja auch normal. Und dieser direkte Weg bedeutet auch, dass er nicht unbedingt sicher oder neben der Racing Line dann zurückkommt. Aber auch das hätte halt jeder gemacht. Ja. Weil du in der Situation, wenn du einen hinter dir hast, der dir gerade den ersten Platz eh abnehmen will, da wirst du nicht dir überlegen, ach, da drüben ist noch ein Poller, um den ich rumfahren muss, oder wie fahre ich jetzt am besten zurück? Das, selbst in einer anderen Auslaufzone, wo so ein Poller und wo das alles so fest bestimmt gewesen wäre, hätte es, glaube ich, in der Situation niemand gemacht. Und das ist halt auch was anderes, finde ich, weil du hast in der Szene halt so eine Rallye-Einlage gehabt. Du bist auf einem, das ist ja ein sehr unebenes Stück, dann. Das ist Wiese, das ist ja nicht einfach irgendwie eine asphaltierte Auslaufzone, wo du um den Poller rumfahren musst, weil da orgelst du rum, schwurbelst rum und kommst irgendwie zurück und dann, klar, willst du einfach nur so schnell wie möglich irgendwie auf den Asphalt kommen und das ist dann eben der direkte Weg, klar. Aber ich würde nur sagen, selbst wenn das so eine Situation mit Poller und Asphalt gewesen wäre, hätte der trotzdem den direkten Weg genommen, weil der sonst gewusst hätte, der erste Platz ist weg. Und das machst du nicht. Und da muss man sagen, bei diesen Poller-Geschichten, die hatten wir so im Training, Qualifying und so am Wochenende tatsächlich an anderen Stellen zwar, die hatten wir ja schon ein paar Mal, da gab es ja nie Strafen, weil es da auch eben nie gefährlich war. Und jetzt ist hier auch die Frage, war es denn jetzt hier überhaupt gefährlich? Das ist auch noch so eine interessante Frage, wenn wir mal davon weggehen, der erste Teil mit der Kontrolle und das Zurückfahren, dann kommt ja der zweite Teil, das Abdrängen von Hamilton und ihn von der Strecke drängen. Er war da hinter der Linie, klar, aber hat der Vettel den Hamilton wirklich abgedrängt? Nee, hat er nicht, weil Hamilton war ja nicht daneben. Hamilton kam dahinter, er musste zwar verzögern, aber jetzt ist die Frage, wie definieren wir, wann ist eine Situation gefährlich, was ist Gefahr? Ich meine, die fahren gegeneinander Autorennen, das ist jetzt nicht irgendwie Schachspielen oder sich, weiß ich nicht. Also, Monopoly, meinte Jacques. Monopoly ist auch nicht Golf oder so. Das heißt, die fahren schon gegeneinander und natürlich kann es zu Kontakt kommen, natürlich sind da brenzlige Situationen. Ich meine, die bewegen sich auch mit einer Geschwindigkeit. Man sieht das als Zuschauer, man hat ein Replay, man hat noch ein Replay. Der Fahrer hat kein Replay und der Fahrer hat auch nicht 10 Minuten Zeit. Das geht einmal, Bruchteil von einer Sekunde, muss ich entscheiden, muss was machen. Reaktion vom Gegner dann auch dementsprechend, die dann auch erforderlich ist in manchen Situationen, wie jetzt zum Beispiel, dass Hamilton da verzögern musste. Und das ist ganz normal für den Sport. Interessanter Punkt auch noch, ich habe gerade schon den Namen Jacques Villeneuve gesagt. Der hat da noch eine ganz andere Theorie zu aufgestellt. Den haben wir nämlich auch noch kurz gesprochen. Der meint nämlich, dass der Hamilton sogar ein bisschen mitverantwortlich ist für diese Strafe. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Was Villeneuve nämlich meint ist, Hamilton hätte irgendwie schon früher verlangsamen können. Der hätte es wirklich drauf ankommen lassen, weil, klar, in der Anfang, die Schikane ist ja relativ offen. Du siehst es tatsächlich ja schon, dass der Vettel da abgeht. Und dann meint er eben, ja, der Hamilton hat erst spät irgendwie später verzögert, als er hätte müssen oder können. Und deshalb hätte das ganze Ding noch dramatischer ausgesehen für die Stewards, dass er so diese Strafe provoziert hat. Und Villeneuve meinte natürlich auch, es war sowieso mehr als genug Platz, dass Hamilton dann noch durchgepasst hätte. So, beim ersten Punkt sage ich mal, und beim zweiten sage ich mal, so gerade vielleicht. Ja, also erstmal Platz war keiner da. Und zweitens, Jack in allen Ehren, wenn man sich jetzt überlegt, auch der Hamilton hatte keine 10 Minuten Zeit, um so einen ausgeklügelten Plan zu schmieden. So, der hat einfach nur die Kurve so schnell genommen, wie er konnte und gehofft, das passt jetzt, wenn der da vorne abfliegt, ich komme da jetzt schon durch. So, das war alles. Eine Linie hatte, der hat sich keine Linie dafür ausgesucht. Ja. Also dieses ganze Motive suchen und wer hatte was vor und wer wollte wen abdrängen oder irgendwen anschwärzen vielleicht sogar. Genau, wir reden darüber jetzt hier minutenlang, haben vorher 80 Mal diese Wiederholung gesehen, in Zeitlupe, in super Zeitlupe. Die Stewards genauso und die machen das alles in einer Sekunde so, ne? Wenn überhaupt. Ne? Und dann ist einfach so eine Szene, dass da irgendwer sich große Gedanken macht und Hintergedanken macht. Da reagierst du in beide, reagieren nur nach Instinkt. Ja. Und deshalb kann man da eigentlich groß über sowas eigentlich, finde ich, auch reden. Also ja, letztlich hat es uns ein tolles Rennen gekostet. Ja. Das ist halt das Entscheidende. Muss man auch sagen, wir haben ja öfter schon so Szenen gehabt. Also das heißt, ein tolles Rennen gekostet hat es mich eigentlich nicht großartig. Das Rennen an sich war eigentlich nachher wie vorher gleich geil. Ein toller Kampf. Aber man wusste halt schon, am Ende gewinnt der Falsche so. Ja, ja, was heißt, das Rennen wäre anders ausgegangen, wenn die beiden noch im Sieg gefahren wären. Das darf man ja nicht vergessen. Also es ist ja, natürlich hat der Hamilton noch gepusht am Ende, aber nicht in letzter Konsequenz. Das war immer noch ein Unterschied. Wenn er jetzt gewusst hätte, der da vorne hat keine Strafe, wäre der sicherlich härter rangegangen noch. Es wäre sicherlich noch besser gewesen und auch der ganze Spannungsbogen. Ich meine, wir haben viel verloren durch diese Entscheidung, das ganze Finish. Und ich verstehe es halt auch nicht. Also einmal, dass die Stewards unbeständig sind bei ihren Entscheidungen, ist die eine Sache, dass halt manche Strafen zu hart sind, manche am besten gar nicht ausgesprochen werden, andere dafür wiederum zu lasch. Und da ist jetzt aber auch die Situation, mal im Sinne der Show im Sinne des Sports, sowohl als auch,
Hätten Sie jetzt die Chance gehabt, eine gute Entscheidung zu treffen, indem Sie Vettel nicht bestrafen und endlich mal dieses Rennen, in dem jemand Mercedes herausfordert, was, glaube ich, alle sich gewünscht haben, auch so zu Ende laufen zu lassen. Ja. Und stattdessen fahren Sie die ganze Nummer so vor die Wand. Ja. Mit so einer schlechten Entscheidung. Habe ich auch gedacht. An den Punkt, es sollte mal bitte wieder anders als Mercedes gewinnen. Ja. Ich habe eigentlich fast erwartet, dass es diese Strafe nicht geben wird. Also weil ich erstmal, weil ich es eh nicht für eine Strafe gehalten habe, aber dann hatte ich auch den Hintergedanken, dass sie vernünftig sind. Dass sie so vernünftig sind. Oder nee, nicht vernünftig sind, dass sie wollen, dass jetzt mal ein anderer gewinnt. Dass sie alleine, dass das irgendwo im Hinterkopf mitspielt, wir müssen jetzt für die Formel 1 was Gutes tun, der Ferrari muss jetzt mal gewinnen. Ich meine, eigentlich wäre das falsch. Ja, das wäre falsch. Aber ich sage auch gesagt, nicht nur Show, sondern auch sportlich. Es wäre sowohl sportlich als auch für die Show. Das ist klar. Es gab einige Argumente, diese Strafe einfach nicht auszusprechen. Ja, sowas, Show, okay, ja, aber das darf natürlich dann für die Stewards nicht mit reinspielen. Aber sportlich, das hat schon gereicht. Ja, das hat mehr als gereicht. So. Und dann ist halt einfach die Frage, also dass es die Formel 1 da kein gutes Bild abgegeben hat, da waren sich ja irgendwie alle einig. Also sowohl Wurz hielt die Strafe dann für nicht gerechtfertigt wegen der beschriebenen Szene, Villeneuve hält die ganze Aktion für komplett peinlich und auch diese Geschichte halt wieder mit den mit der Inkonsistenz. Klar, die FIA, zumal sie macht ja jetzt seit so eineinhalb Jahren ungefähr, gibt es ja diese Vorgabe, let them race, meinte jetzt auch Wurz wieder, hat er auch wieder beteuert, da soll man sich dann auch bitte dran halten. Genau, das ist eben der Punkt. Und klar, also ein paar weniger Strafen gibt es vielleicht, als es mal jetzt vor 3-4 Jahren so war. Aber irgendwie jetzt in solchen Szenen fehlt dann irgendwie immer noch das gewisse Fingerspitzengefühl, finde ich. Und man muss sich jetzt auch überlegen, was das für eine Message so für die Zukunft sendet. Ich meine, was haben wir gesehen? Ein Fahrer macht einen Fehler, kommt damit davon. Also er selbst hätte auch abfliegen können oder so, aber er hat es überstanden. Und wird dann quasi für diesen Fehler bestraft. So. Und jetzt haben wir es in der Formel 1 schon so, es wird eh nicht viel gepusht, weil meistens haut Hamilton vorne ein Tempomat rein im Mercedes und es muss eh nicht am Limit fahren oder muss den Sprit sparen, muss die Reifen schonen. Und jetzt wird mal am Limit gekämpft, jetzt quetschen die wirklich mal alles raus, weil sie es müssen im Kampf um den Sieg. Und jetzt darfst du nicht mal mehr einen Fehler erlauben. Ich meine, natürlich hätte er selbst den Fehler nicht gemacht, würden wir jetzt gar nicht diskutieren. Aber jetzt wirst du quasi für einen Fehler bestraft, der eigentlich... Das ist ein guter Punkt. Also nur ein Fahrfehler, weiter nichts. Genau, der Fehler, ein Fahrfehler gehört nämlich auch eigentlich nicht bestraft. Nein, weil du kannst den Fehler nicht bestrafen. So. Es ist ja eh schon Strafe genug. Du musst dich für den Fehler selbst bestrafen. Ja. Insofern bin ich sogar, dass Hamilton gewonnen hat, gar nicht so uneinverstanden, rein sportlich gesehen. Weil er eben, sagen wir mal, jetzt wäre dieses Abdrängen irgendwie nicht passiert noch und dann wäre die Lücke offen gewesen, dann wäre der halt außen vorbeigefahren, dann hätte er das Ding gewonnen durch den Fehler. Oder Sepp wäre halt abgeflogen. Oder eben genau, Vettel hätte irgendwie krasser eingelenkt und wäre dann in der Wiese noch den klassischen Dreher gemacht da. Ja. Also das ist halt auch so ein Punkt, man muss halt auch wieder sagen, letztlich zu der Sache geführt hat auch wieder, muss man sagen, ein Fehler von Vettel, weil er hat halt unfassbaren Druck gehabt da von Hamilton. Das ist, glaube ich, echt keine schöne Situation. Ja, wie gesagt, das hat schon hausgemacht, die ganze Situation. Genau, wie gesagt, das, was am Ende bei rausgekommen ist, und jetzt muss man sich die Frage stellen, wenn jetzt demnächst um Sieg gekämpft und gepusht wird, wenn einer einen Fahrfehler macht, oder fährt er dann nicht am Limit und sagt sich, wenn ich jetzt einen Fehler mache und was kann passieren? Ich meine, das wird sich ein Rennfahrer im Cockpit eh nicht denken, aber er sollte auch überhaupt gar nicht die Möglichkeit bestehen, dass man für einen Fehler so bestraft wird, der sonst keine Konsequenzen hat. Ja, vor allem, du hast dann eben, warst du ja auch keine Relation mehr. Wenn ich schaue, wenn ich einen total dreckigen Move mache, wenn ich irgendwas total Hartes mache und kriege dafür im besten oder im schlimmsten Fall noch gar keine Strafe. Ja, oder nur noch den Unsafe-Release von Monaco. Ja, genau. Ich meine, da ist eine Unsafe-Release in der Boxengasse, das ist schon mal eh nicht so eine Heldentat, weil es auch ein bisschen gefährlich ist. Dann hat er den Bottas auch noch in die Wand gefahren so. Und dann kriegt er dafür 5 Sekunden und eigentlich war diese 5-Sekunden-Strafe ja sogar ein Witz, weil Max ist ja vor dem Bottas geblieben. Und am Ende wäre es ja eigentlich so gewesen, dass quasi dieser Anzieh-Release dadurch überhaupt gar nicht bestraft wurde. Weil Max hätte jederzeit auf 5 Sekunden wegfahren können, wenn es damit nicht da gewesen wäre. Gegen Bottas. Also könnte man theoretisch sagen, mach mal einen Anzieh-Release, drück den mal weg, wir fahren die 5 Sekunden raus, läuft schon so. Sehr schlecht. So. Man hätte ja eigentlich quasi diesen Move, diesen Anzieh-Release so bestrafen müssen, dass er wieder hinter Bottas zurückfällt, also diesen Vorteil durch den Anzieh-Release verliert. Genau. Heißt, man hätte eigentlich dem Max sagen müssen, selbst wenn Bottas noch den Reparaturstopp danach hat, Junge, lässt jetzt Vettel Bottas vorbei, gehst wieder dahinter. Das wäre okay gewesen als Strafe zum Beispiel. Ja. Oder direkt ein Drive-Thru oder sowas. Hier haben wir jetzt aber natürlich noch einen viel besseren Vergleich. Also man kann zum Beispiel mal denken an Hamilton, Ricciardo, Monaco. Wann war es? 2016? Ja. In der Hafenschikane, da hatte Hamilton auch so leicht die Schikane abgekürzt und hat dann mit einem, sagen wir mal, um 3000% offensichtlicheren Einlenkmanöver nach rechts Ricciardo weggedrückt. Der hat nicht um die Kontrolle gekämpft, als der Ricciardo da in die Leitplanke manövrieren wollte. Oder zumindest
diesen Zucker gemacht hat, dass ja, der Ricardo das, fast da reingegangen wäre. Genau, das ist halt sowas, ja. Was das jetzt, wurde gar nicht bestraft. Ich habe gerade dreckig gesagt, ja. Was jetzt eher so ein bisschen... Ja. Gut, man kann jetzt auch streiten und sagen, weil das wurde halt auch nicht bestraft, das war jetzt mega hart, aber... Ja, es war schon ein bisschen, okay. War schon ein bisschen asozial, aber es war auch Racing und es ist okay, es gehört auch das dazu. Ja. So. Ja. Genau, aber da fehlt dann halt die Relation, weil das, wenn das nichts gibt, kann das Vettel-Ding erst recht nichts geben. So ist es. Also, das ist sowas. Ja. Und da ist eben das Problem, dass dann irgendwie wirklich die Fahrer nicht mehr wissen, was sie tun sollen und dann wahrscheinlich im Zweifel zu vorsichtig fahren. Ja, wer weiß. Also und, ich denke nicht, dass ein Fahrer sich im Cockpit die Gedanken macht. Genauso wie der selbst sich keine Gedanken ums Regelwerk, um das sichere Rejoin auf die Strecke macht, wird er sich Gedanken machen, nächstes Mal im Kampf, was, wenn ich einen Fehler mache, kann ich bestraft werden. Den Gedanken wird sich kein Rennfahrer im Cockpit machen, weil es spielt keine Rolle. Aber allein die Tatsache, dass sowas bestraft wird, es darf halt nicht sein. Nee, absolut nicht. Also da bin ich auch voll dabei. Deshalb, ja, also die Szene selbst hat es nicht besser gemacht. Das war sportlich scheiße. Das hat keinem gefallen eigentlich. Also ich weiß nicht, wer sich da, ich glaube, da war, selbst bei Mercedes war es nicht so, dass man gesagt hat, es war jetzt 100% klar. Und das fielen auch so Begriffe wie 60-40. Ja. Und das ist ja schon nicht so wenig, wenn ich als Profiteur da... Ja. Gut, da gehe ich eh gerne her und sage, okay, ja aber klar. Aber trotzdem, man könnte auch anders sagen, ja hier ganz klar, wenn es eine klare Nummer gewesen wäre. Ja, die haben sich ja alle, Hamilton und Toto Wolff, die haben sich ja alle aufs Regelbuch quasi, wie soll ich sagen, berufen. Die haben ja gesagt, ja, racermäßig, Hamilton hat gesagt, ich hätte das Gleiche gemacht. Alle sagen, sie hätten das Gleiche gemacht. Aber weil halt das sichere Zurückfahren auf die Strecke im Regelbuch so verankert ist und Sepp das nicht gemacht hat und Hamilton hat die Kollision vermeiden musste, wie er gesagt hat. Und deswegen... Da sagt man halt, bei Mercedes nehmen wir so. Aber wie gesagt, aus sportlicher Sicht sagt halt dann doch jeder irgendwie ein bisschen, bringt jeder mehr Verständnis auf für den Sepp. So. Regelbuch ist auch ein sehr gutes Stichwort noch, um das Ganze noch abzuschließen, weil es ist noch nicht abgeschlossen. Ja. Ferrari hat angekündigt nach dem Rennen gleich, da haben die eine Stunde für Zeit, zumindest zu überlegen und in Erwägung zu ziehen. Vielleicht war das, was der Sepp selber gemacht hat, als er nicht ins Parc Fermé gefahren ist. Ja, anderes Thema, sprechen wir auch noch drüber in einem separaten Video über die ganzen Reaktionen von Vettel. Aber wo wir jetzt hier noch reden wollen, ist eben, Ferrari überlegt noch, da eine Berufung einzulegen, gegen das Urteil halt vorzugehen. Sie haben dafür 4 Tage Zeit nach dem Einspruch, also nach einer Stunde nach Rennende. Aber man muss sagen, erstmal brauchen sie neue Beweise. Und zweitens mal frage ich mich sowieso, warum das durchgehen sollte. Weil du kannst eigentlich gegen eine Zeitstrafe, und nicht nur eigentlich, du kannst qua Reglement gegen eine Zeitstrafe, die ist da ausgeschlossen, keine Berufung einlegen. Das ist das Problem. Und neue Beweise werden dann dafür halt nötig. Und ich kämpfe mal damit, dass Ferrari da neue Beweise finden wird, weil meistens findet man die nicht. Außer Sepp hat irgendein Eye-Tracking-System im Helm, wo man halt sehen kann, wo der hingeguckt hat. Ja. Gibt's natürlich nicht. Aber das wäre jetzt zum Beispiel der einzige Beweis, wo man beweisen könnte, er hat nicht in den Spiegel geschaut. Wenn das der einzige Beweis ist, den sie jetzt bringen müssen. Ich meine, aus der Telemetrie oder was auch immer. Keine Ahnung, wenn die Stewards jetzt schon sagen, sie kaufen es ihm nicht ab, obwohl er da am Wackeln war. Ja, man muss halt sagen... Was so halt noch jetzt nicht der Fall war, dadurch, dass es halt eine Entscheidung im Rennen direkt war und nicht nachher mit Telemetrie, mit Anhörung von beiden Beteiligten, haben wir natürlich erstmal eine Tatsachenentscheidung, das ist halt das Problem. Du hast halt ein Rennergebnis, aber nachher kannst du es halt in Ruhe, könntest du dir vielleicht überlegter anschauen, wie war es denn jetzt wirklich. Sowas kann noch so ein kleiner Hoffnungsschimmer dann sein, dass dann noch dadurch irgendein neuer Beweis auftaucht. Aber ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Es ist vor allem auch das, schwierig. Diese ganze Einspruchsgeschichte, will ich auch nicht. Dann lass es jetzt nochmal diskutieren, weil dann... Das wird nur noch schlimmer dadurch, weil dann haben sie einen Präzedenzfall und dann geht das Rumgeeier nämlich richtig los, weil dann jeder anfängt, gegen Zeitstrafen noch irgendwelche Einsprüche einzulegen und irgendwie noch die Zitrone auszuquetschen bis zum letzten Tropfen und irgendwie die Nummer da zehnmal durch den Wolf zu drehen. Also, lasst die Rennen fahren und lasst dann auch bitte die Ergebnisse, wie sie sind, dann sind wir alle glücklich. Ich denke, das wäre... Wäre das Beste, auch dann so eine Fehlentscheidung jetzt einfach mal stehen zu lassen und dann aber trotzdem für die Zukunft die richtigen Konsequenzen zu ziehen. So. Genau. Ja, gut. Ich glaube, hast du noch was zu sagen? Ich bin durch. Mir fällt nichts mehr ein. War aber auch genug. Was denkt ihr? Schreibt wieder fleißig in die Kommentare, ob sich allein einer traut von euch zu sagen, die Strafe war gerecht, keine Ahnung, bitte mal unten reinschreiben, ich freue mich drauf, was dann die anderen Leute drauf schreiben. Ansonsten natürlich wie immer, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke anmachen, was gibt es noch so Schönes? App runterladen, was wir immer so haben, ne?
Genau. Und dann erfahren, ob der Sepp den Sieg vielleicht zurückbekommt. Nicht. Aber so ist es. Ja. Werden wir natürlich eiskalt verschweigen. Nein, natürlich nicht. Lest ihr auch alles auf motorsportmagazin.com. Und dann ciao.